Nimm an, Prof. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ja. Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör es dir selbst an. Gerne. So. Ich habe gerade gelesen, dass bei Gringotts der Zaubererbank eingebrochen wurde. Ich würde zu gern wissen, wer das war. Ich höre den doch schon gar nicht mehr. Ich weiß ja... Nee, ich weiß gar nicht mehr. Scheiße. Doch, weiß ich wohl. Mehr oder weniger. Jetzt kann ich mich ja hier ein bisschen umgucken. Also wir sind ja mit den Weasleys sind wir ja hier durch diesen Geheimgang gegangen, der jetzt nicht mehr offen geht. Ein schöner Tag, nein. Nicht wahr? Also vermute ich mal, dass ich hier irgendwie lang muss. Weiß nicht, ist ja alles offen gerade. Ach ja, hier hat mich der Blödmann gejagt. Wie auch immer, ich glaube, das war da, ne? Ja. Und ich lasse jetzt mal beabsichtigt die ganzen Vasen etc. links liegen. Weil ich da irgendwie gerade echt keine Lust drauf habe. Du hast ja wirklich eine blitzförmige Narbe auf deinem. Naja, aber die Truhen nicht. Auch wenn mir vielleicht Bildkarten abhanden kommen. Hey Harry, hast du 25 Bohnen gesammelt? Ja. Wende dich an Fred. Ja. Danke Harry, die haben wir wirklich dringend gebraucht. Wir brauchen sie für einen kleinen Streich, den wir den Slytherins spielen wollen. Hier, nimm diese Bildkarte, du hast sie dir verdient. Mensch, dass sie immer das Gleiche sagen. Komm schon Fred, wir haben noch eine Menge zu tun. Mädchen aufreißen und so. So. Der sieht lecker aus. Also der sieht so aus, als ob der so ein Typ von irgendeiner Süßigkeitenfabrik ist. Bertie Bot. 1835, Erfinder der Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Mein Gott, wie gut ich bin, aber der sieht doch wirklich so aus. Wie so ein Typ, der Süßigkeiten herstellt. So. Ja, ich muss natürlich jetzt hier den Weg nehmen, ja. Ich kann überall vorrennen für Bücherregale, für Steine, aber nicht für solche Sachen, ja. Deswegen muss ich auch den Umweg nehmen, um jetzt hier das Gebild zu aktivieren, weil dann garantiert was... Weil dann nichts hinter ist, ja. Das kann doch nicht sein, das ist hier so in 3D und es ist auffällig, dass man hier hinlaufen kann. Will allein! Komisch. Naja, gut. Und hier komme ich hoch? Nein, natürlich nicht, ne? Wo bin ich hier überhaupt hingegangen? Wie auch immer. Gut. Das Ganze wird jetzt... Boah, guck mal, hier laufen so viele Menschen rum, dass der schon fast... Kennst du den Fastkopf? Nein. Das ist ja schon fast, Dingsniveau, ne? Hier. Hitman. So. Bertie Bots Bohnen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Heiliger, das sind aber ein paar. Ach, die sind so knuffig. Vor allem sind das viele. Na! Stand ich mal einmal nicht vor der Kiste, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Gut. Was? Die kann man nicht kaputt machen? Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. So. Ja, sei ruhig. Also darf ich jetzt wieder zurücklaufen. Was für eine Freude. Wie die Kamera fährt. So.
Nee, da komme ich nicht vorbei. So. Da ist das Speicherbuch. Also gehe ich mal hier lang. Geh weg. Geh weg, bitte. Ja, danke. Danke. So. Herrje. Krass. Das ist ja cool. Vor allem, wie viele Leute hier auch rumrennen. Also für damalige Zwecke ist das eigentlich echt viel, ne? Naja. Wer kann, der kann, ne? So, ist das nicht die... Nimm dich vor den Venemosa Tentaculas im Gewächshaus in Acht. Sie sollen ziemlich gefährlich sein. Natürlich. Sagt sie mir, nachdem ich das Level... Das ist toll. Wir werden es den Gryffindors schon zeigen. Sagte sie mir, nachdem ich schon im Gewächshaus war. So, jetzt muss ich natürlich den... Bitte hör auf damit. Womit denn? Gut, dann gehen wir jetzt zum Speicherpunkt. Denn wir müssen garantiert hier lang. So, dann gehen wir mal hier die Treppen hoch. Eine Spannung ist das. Ist ja fast wie Minecraft hier. Hui, so, aber nicht so hoch. Und hier lang. Ups. Mein Gott. Ah, okay. Nein! Snape! Wow, hast du das gesehen? Ja. Ich habe Professor Snape gerade aus dem verbotenen Korridor kommen sehen. Er hat gerumpelt. Ich auch. Komm, Harry, lass uns einen Blick riskieren, bevor Filch zurückkommt. Hast du das Knurren gehört? In diesem Korridor ist sicher etwas ganz Furchtbares versteckt. Sagt mir Ron, der eigentlich voll Angst hat. Ist das erste Mal, dass wir in dem Spiel den Snape sehen. Erzähl mir das besser unterwegs, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach, Hermeline. Nee, oder? Hallo. Ich wollte gerne hier in die Tür reingucken. Ich dachte, jetzt ist das soweit und jetzt müssen wir in den Unterricht. Wenn es das gleiche Spiel ist, ne? Heute wollen wir lernen, wie man mit Hilfe des Lumos-Zaubers schwarze Magie bekämpfen kann. Beobachte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach... Ja, Mann, ich will! Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Oh. Na ja. Lumos! Das war brillant, ja. Harry. Punkte für Green. Ich will einfach weiterspielen. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Die labern auch immer das Gleiche. Das ist so furchtbar. So. Schnell genug. 99%, fast 100, bitte. Was willst du mehr? Gemacht, ich weiß. 10 Punkte für Gryffindor. Versuch es nochmal, Harry. Ja, ganz ruhig, Stefan. Oh oh. Das könnte eine ganz knappe Geschichte werden. Kann das Spiel so leicht austricksen. So. Eine herausragende
überragende Leistung. Ja, ich weiß. 15 Punkte für Gryffindor. Mach weiter. Harry, versuche es nochmal. Hört sich an wie mein Hund. Oh, jetzt habe ich zu viel geatmet. Jawohl, Ski! Schon wieder so knapp. Das war brillant. Ich weiß. 20 Punkte. Und somit stehen wir bei 225. Finde ich ziemlich cool, dass man da wirklich die Punkte sammeln muss. So, was lernen wir jetzt? Sammle die Sterne ein. Du kannst den Lumos Zauber ein wenig üben, indem du versuchst, die Lumos-Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Gerne. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber an diesem schluckenden Wasserspeier üben. Mensch, haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Ziemlich hell, nicht wahr? Du kannst jetzt die Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. Später. Okay. Kann ich da jetzt drüber hüpfen einfach? Okay, das sieht man aber schlecht. Das muss man ja sagen. Achso. Auch gut. Da oben ist ein Speicherbuch, von da kommen wir dann bestimmt gleich. Hier befinden sich Vasen, die wir natürlich mit Flipendo einfach mal kaputt hauen werden, weil wir so ein böser, böser Schüler sind. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Ja, wir machen eigentlich in dem ganzen Spiel nur Sachen auf. So, ich gehe einfach mal hier rein, weil ich keinen Plan habe. Gut. Vase kaputt. Und Vase kaputt. Und Speier. Boah, das ist aber... Es ist aber äußerst gemein, dass man die so sehr schlecht sehen kann eigentlich, ne? Die... Naja, gut, ne? Man kann ja auch nicht alles haben. Oh, oh. Hei, 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 hei. Gut, so. Hätten wir. Problem, wir müssen es gleich wahrscheinlich nochmal machen. Denn ich befürchte, jawohl. Ich dachte es mir. Und der macht jetzt bestimmt da die Brücke drüber. Mhm. Was für ein Wunder. Ja gut, egal. Müssen wir halt die ganzen Sachen nochmal machen. Aber ist ja nicht schlimm. Kann ja jedem mal passieren. Aber mir fehlt schon wieder Musik. Das finde ich so ein bisschen schade, dass hier so wenig Musik ist. In dem Spiel. Da muss ich mehr reden. Furchtbar, ne? Da muss ich wieder den Entertainer spielen hier. Oh, oh, springen. Ein Stern. Deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt. Den schenke ich dir heute noch. Ach komm, das nervt auch mit dieser Animation.